ist. Wer von euch hat den Vortrag über Politikersprech heute Morgen gesehen? Niemand. Ja, es war auf Deutsch. Gut, deswegen vielleicht. Ich wollte eigentlich was an die Leute richten, die den Vortrag gesehen haben, aber Kauderwelsch in menschenverständlicher Sprache, nun gut, das habt ihr wohl heute Morgen nicht gehört, aber Kauderwelsch in elektronischen Sprachen, das sagt euch vielleicht mehr. Ben hier neben mir ist ein Sicherheitsforscher bei Checkpoint und er redet heute mit euch über DJs, also Algorithmen, die Kauderwelsch erzeugen, aber in der Vergangenheit sind sie ein bisschen klüger geworden und er wird euch sagen, wie man dieses Kauderwelsch aufspüren kann. Manche Leute wünschen sich das vielleicht auch für Politiker, aber er wird euch erklären, wie das für GGS funktioniert. Also einen großen Applaus für Ben und lass uns loslegen. Also fangen wir am Anfang an. Wenn diese Folie für euch irgendwie Sinn ergibt, dann seid ihr wahrscheinlich ein Roboter. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten ist, dass ihr in dem richtigen Vortrag seid, denn nach diesem Vortrag werdet ihr Kauderwelsch wie Menschen erkennen können und niemand wird es merken. Aber was ist überhaupt DGA und was ist das Problem, das es lösen wollte? Schauen wir uns ein reguläres Szenario an, in dem ein System mit Malware infiziert wurde und mit seinem Kontrollserver kommunizieren will. In der Vergangenheit brauchte man das nicht, weil es diese Kontrollserver nicht gab, aber heutzutage wartet Malware normalerweise auf Befehle. In diesem Grundszenario kam die Malware mit eingebauten DNS-Adressen und die Malware fragt den DNS-Server nach diesen hardcodierten Adressen und kriegt eine IP-Adresse zurück. Und jetzt kontaktiert das infizierte System den CNC-Server und der CNC-Server sagt, juhu, ich habe eine neue Maschine unter meiner Kontrolle und jetzt können sie sich unterhalten. Das ist alles schon gut, aber irgendwann haben die Mächte da oben das Ganze bemerkt und den Leuten, die DNS-Server kontrollieren, gesagt, hey, hier ist so ein bisschen zwielichte Aktivität passiert und die benutzt eure DNS-Server. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass das aufhört? Und weil die Leute, die DNS-Server kontrollieren, keinen Stress wollen, haben sie diese Adressen entfernt. Und jetzt macht die Malware wieder einen Versuch, die CNC-Server zu erreichen. Und der DNS-Server sagt, nee, hau ab. Jetzt steht dieser CNC-Server da immer noch völlig funktional rum und wartet, dass jemand mit ihm redet und er wartet. Aber es kommt niemand. DGA ist dann ein Mechanismus, den sich die Angreifer überlegt haben und sie haben sich dieses alte System angeschaut und wollten etwas Besseres bauen, was nicht so leicht zerstört werden kann. Ich könnte euch jetzt lange, lange erklären, wie DGA funktioniert, aber ich will das einfach an einem praktischen Beispiel festmachen. Also schauen wir uns das mal an. Unsere Geschichte fängt an mit dem CNC-Server und es hat ein Pseudo-Zufallsgenerator. Der Pseudo-Zufallszeilengenerator nimmt einen öffentlich verfügbaren Seed, zum Beispiel das aktuelle Datum oder die Schlagzeiten der aktuellen Zeitung. Es ist nicht so wichtig, es muss irgendwas sein, was öffentlich zugänglich ist. Und jetzt nimmt es diese öffentliche Information und spuckt eine große Anzahl an Domainnamen aus.
Und diese Domainnamen sagen einem nicht wirklich viel und das ist typisch. Das ist im Grunde das Thema dieses Vortrages. Aber was der CNC-Server jetzt macht, ist, dass er eine dieser Domains zufällig auswählt und sie registriert, damit sie auf seine IP-Adresse zeigt. Und so kann die infizierte Maschine dann mit dem Server reden. Das infizierte System hat Zugriff auf denselben Zufallszahlengenerator und hat auch Zugriff auf den öffentlich zugänglichen Seed, weil der öffentlich zugänglich ist. Und jetzt fragt er den Zufallszahlengenerator, was sind die Domains des Tages? Was sind die Domains, die ich heute abfragen könnte? Und das bekommt diese Liste dieser Domains. Manchmal sind es 15, manchmal sind es 200. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und das infizierte System weiß jetzt, dass der CNC-Server eine dieser Domains registriert hat und auf seine IP-Adresse zeigen lässt, aber es weiß nicht welche. Was wird es also tun? Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Lass uns alle Adressen abfragen. Es wird durch alle Adressen durchgehen und DNS-Abfragen an jede einzelne machen und nach der passenden IP-Adresse fragen. Die meisten dieser Domains werden nicht tatsächlich registriert sein. Das Ergebnis ist also eine sehr merkwürdige, sehr eigenartige Konversation, die ein bisschen den Käseladen-Sketch von Monty Python ähnelt. Wenn ihr ihn nicht kennt, da kommt ein Typ in einen Käseladen und versucht, verschiedene Käsesorten zu kaufen. Und im Verlauf des Sketches wird es immer deutlicher, dass der Laden überhaupt gar keinen Käse verkauft. Parmesan, nein, Brie, nein, und so weiter und so weiter. Die DNS-Konversation erinnert einen sehr an diesen Sketch, weil der DNS-Server, weil das infizierte System fragt, hast du die Adresse für diese Kauderwäsch-Adresse? Der DNS-Server sagt, nein. Wie wäre es mit dieser Kauderwäsch-Adresse? Nein. Wie wäre es mit der hier? Nein. Tut mir leid. Wie wäre es damit? Nein. Leider heute nicht. Und das geht immer so weiter. So sieht der Traffic aus, der bei diesem Prozess entsteht. Der DNS-Server sagt, nee, kenne ich nicht, was willst du eigentlich von mir? Hör bitte auf, mich zu nerven. Aber erinnert euch dran, der CNC-Server hat tatsächlich eine dieser Domains registriert. Eine dieser Domains ist eine gültige Domain, die auf die IP-Adresse des CNC-Servers zeigt. Und irgendwann wird das infizierte System die richtige Abfrage machen und der DNS-Server hüpft hoch und runter und sagt, juhu, ich kenne diese Adresse. Und jetzt freut sich das infizierte System total, weil es endlich die IP-Adresse des CNC-Servers hat. Und jetzt ist alles wieder gut und es kann mit dem CNC-Server reden. Ihr wisst, vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe die ganze Zeit gesagt, wie vorher auch, weil das im Grunde genau das Gleiche ist. Und am Ende kriegen wir die IP-Adresse des CNC-Servers. Aber das stimmt nicht ganz. Ich meine, denkt drüber nach, was ihr machen müsst, wenn ihr das hier jetzt vom Netz nehmen wollt. Jetzt schauen wir uns mal die Domains an, die an einem Tag von diesem Algorithmus erzeugt werden. Das ist eine ganze Menge. Und wenn ihr diese Infrastruktur jetzt unterbinden wollt, aber keinen Zugriff auf den Zufallszeilengenerator habt, dann ist das wirklich schwierig, weil ihr rausfinden müsst, welche dieser Adressen registriert sind und welche dieser Adressen heute abgefragt werden werden. Wenn man das überhaupt unterbinden will, dann ist das hier das wahrscheinliche Szenario. Du hast zuerst dein Opfer und das ist irgendwie infiziert und es kontaktiert den CNC-Server und schließlich wird das Ganze weitergegeben an Incident Response. Und was können die jetzt tun? Die können versuchen, dieses Feuer zu löschen. Und wenn ihr Glück habt, dann werden sie vielleicht versuchen, da ihre Schlüsse draus zu ziehen und sicherzustellen, dass die Informationen, die sie da rausgezogen haben, relevant sind und in Zukunft neue Attacken zu verhindern. Also wenn man Glück hat, dann können diese Incident Responder gemeinsam mit einem Security-Hersteller und dem Middle Management irgendwo bei einem Security-Verkäufer
zusammenarbeiten, um das runterzunehmen. Oder man findet einen Reverse Engineer, der diese Malware auseinandernimmt, über 2-3 Wochen bis mit etwas Glück daraus schlussendlich irgendwann eine Meldung resultiert, ein Report, der irgendwo unten auf einer Liste landen wird. Und über einen Prozess, der sich über Monate erstrecken kann, wird dann wahrscheinlich der Security-Hersteller irgendwann zum Schluss kommen, dass er die Resultate aus diesem DGA in der Config-File für eine Firewall aufnehmen kann und damit solche Requests blocken kann. Doch nehmen wir an, wir hätten die Möglichkeit, automatisch DGAs zu entdecken. Wir könnten viele Mittelsmänner herausschneiden aus dem Prozess und schneller reagieren. Das mittlere Management hat Besseres zu tun mit seiner Zeit. Engineers haben Besseres zu tun mit ihrer Zeit. Wenn wir DGA-Traffic automatisch erkennen können, können wir den automatisch in der Firewall abfangen. Dann kann die Firewall aggressiv nach der 4 bis 5 Queries von 4 bis 5 Anfragen von einem infizierten System den Traffic blockieren und sagen, sorry, du kommst nicht durch. Deshalb wäre es nützlich und cool, wenn man sowas auf einer Firewall machen könnte. Da gibt es einige Lösungen, die schon gemacht wurden, die vorgeschlagen wurden, mit denen man solchen DGA-Traffic erkennen kann. Und weiter werden wir anschauen, wie diese Features, die bereits entwickelt wurden, nicht in allen Fällen funktionieren und nicht in allen Fällen dicht sind. Nun, einige Wege, wie man es erkennen kann. Ein einfacher Weg ist, die Zeichenfrequenz zu analysieren. Gewisse Zeichen in Wörtern kommen öfters vor als andere. In diesem Beispiel haben wir in der englischen Sprache verbreitete Zeichen, die oft vorkommen wie E und R, grün gekennzeichnet, mittelmäßige gelb und seltene rot. Auf der Slide seht ihr 5 normale Beispiele, 5 richtige Wörter und 5 Kauderwelsch-Wörter. Das ist ein sinnvoller Approach, damit umzugehen. Ein zweiter Ansatz nimmt statt einzelner Buchstaben die Vorkommensrate von Paaren oder Trigrammen von Buchstaben in Wörtern. Ein weiterer Weg ist es, den längsten Substring mit einer Bedeutung aus einem Wort zu verwenden. Also beispielsweise Bug, Käfer in Bug Me Not. So, Bug Me Not contains the words bug and not. So, the longest meaningful substring is of length 3. Also, Bug Me Not enthält zum Beispiel die Wörter bug und not. Das Amazon ist ein Wort aus dem Wörterbuch, das heißt, es ist offensichtlich kein Kauderwelsch. eBay enthält das Wort bay, also sind immerhin 3/4 ein Kauderwelsch. Und dieser tatsächliche Kauderwelsch ist wirklich Kauderwelsch, weil ich keinen Teil davon im Wörterbuch finden kann. Das letzte Feature, das in der Vergangenheit vorgeschlagen wurde, ist der Traffic. Also wenn man sich, erinnert euch an den G-Shop, wenn man einfach zu zählen, wie viele DNS-Anfragen fehlschlagen. Wir haben also mehrere Möglichkeiten, wie wir DGA aufspüren können. Und das Problem ist gelöst. Wir können shoppen gehen. Nein, natürlich nicht. Das erste Problem mit dem, was ich gerade ausprobiert habe, ist das Tumblr-Conundrum, das Tumblr-Problem. Ich meine, schauen wir uns Reddit an. Da steckt das Wort Red und Dit drin. Das kennt ihr aus Morsecode. Wenn ihr euch Google anschaut, dann enthält es die Wörter Go und Oh, wir haben Glück, Ogle ist auch ein Wort. Das heißt, dieser Algorithmus schaut sich das an und sagt, oh, go, Ogle, das hört sich gut an, das passt. Aber schauen wir uns Tumblr an. Was ist ein Tumblr? Also, Tumblr in dieser Schreibweise ist kein Wort. Omble ist kein Wort, mble, ble, sind alles immer noch keine Wörter. Das heißt, da hast du ein Problem. Wenn man sich das anschaut,
dann wird man sagen, also wird eine Maschine sagen, oh, das ist Kauderwelsch, aber ein Mensch wird das nicht ganz so schnell sagen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist Qui-Gibo. Qui-Gibo ist eine DGA Engine und es hat seinen Namen aus einem Moment in einer Folge von den Simpsons und in der Bart Scrabble gegen Homer spielt. Und Bart hat diese Wörter hier und Bart kann damit nicht so richtig anfangen. Und Bart sagt, dann benutze ich einfach diese Wörter und spiele das Wort Qui-Gibo und macht eine Milliarde Punkte damit. Und Homer ist da aber natürlich nicht erfreut darüber und fragt, was das denn sein soll. Und Bart sagt, ja, das ist ein dummer nordamerikanischer Schimpanse. Und ja, das konnte unter dem Radar fliegen, weil Qui-Gibo sich anhört wie ein Wort. Aber es ist kein echtes Wort. Und das ist dieses Problem. Es gibt Wörter, die sich anhören wie echte Wörter, aber keine echten Wörter sind. Was macht Qui-Gibo? Es sorgt einfach dafür, dass jeder zweite Buchstabe ein Vokal ist. Jetzt sitzt du ja da und denkst, was, Ben, das ist alles? Jeder zweite Buchstabe ist ein Vokal und jetzt ist auf einmal alles, was wir gerade gelernt haben, nutzlos. Schauen wir uns die Buchstabenhäufigkeiten an. Früher hatten die Domainnamen von Domainnamen-Generatoren jede Menge X und komische Buchstaben. Aber auf einmal sieht es viel, viel besser aus, weil man überall Vokale hat. Und dann sagst du, schauen wir uns die Bigramme an, also Buchstabenpaare. Aber das ist das Gleiche, denn Buchstabenpaare mit Vokalen da drin sind sehr, sehr häufig. Nicht alle, aber die meisten. Bei drei Buchstaben wirst du wieder fast genau das gleiche Problem haben. Das heißt, jetzt wird der Buchstabenhäufigkeitsansatz deutlich schlechter funktionieren als vorher. Und wie ist das mit den längst möglichen Substrings? Ja, und du kannst ein Spiel spielen und dir diese Domainnamen anschauen. Und ich schwöre, ich habe sie zufällig erzeugt. Und hier finde ich schon Give und ein paar Wörter. Und das heißt, diese Features, die vorher so stark schienen, sind jetzt nicht mehr ganz so gut. Und jetzt sind sie nur noch halb nützlich. Und wenn du nur halb nützliche Features nimmst und sie in einen Maschinen-Learning-Algorithmus reinfüllst, dann wirst du Regeln bekommen, die einfach nicht funktionieren. Nur aufgrund all dieser Probleme, lass uns improvisieren, wegen all dieser Probleme haben wir uns eine schöne Idee für eine Lösung ausgedacht. Das ist, wir schauen uns einfach den Input an und schauen, wie nahe an einer Zusammensetzung von Wörtern aus dem Wörterbuch ist. Zum Beispiel Tumblr kann mit nur einer Änderung zu Tumblr werden, mit E drin, was ein echtes Wort aus dem Wörterbuch ist. Jetzt haben wir nur einen Buchstaben eingebaut und es ist ein echtes Wort. Google mit zwei Änderungen ist auch ein Wort aus dem Wörterbuch. Reddit mit zwei Änderungen wird zu Reddit und jetzt macht es endlich Sinn. Und Qui-Gibo generiert Kauderwelsch-Strings und irgendwann hat es mal Glück und erzeugt ein Wort, das aus dem Wörterbuch kommt, aber es wird nicht erfolgreich Zusammensetzung von vernünftigen Wörtern erzeugen. Du musst dir also das ganze Ding anschauen und versuchen, da Sinn rauszuholen. Also, um weiterzumachen, haben wir einen klaren Weg. Wir können die Differenz zwischen Wörterbuchwörtern oder Konkatenationen von Wörterbuchwörtern vergleichen mit abgefragten Domains. Diese Distanz, die wir auswerten, ist die Zusammenfassung von Änderungen einfügen und Anpassungen von Wörtern. Dann kommt das Wunder und dann profitieren wir. Damit können wir Qui-Gibo aushebeln. Das Tumblr-Problem
überleben und den Tag retten. Und dann kommt die Realität. Wieso haben wir hier ein Problem? Schauen wir uns mal an, wie wir diese Edit-Distanz berechnen. Wir verwenden einen Algorithmus namens ein Flood Search. Damit machen wir eine Breitensuche erst. Wir versuchen für den String jede mögliche Veränderung, also einen Brute Force Ansatz, heißt mit der steigenden Anzahl an Edits, die wir untersuchen, wird unser Suchraum exponentiell größer. Für einen Input von Größe 8, wenn wir den komplett durchsuchen wollen, dann, ich kann mich nicht ganz an die Nummer erinnern, aber es ist eine riesige Nummer von Vergleichen. Sagen wir, einmal in das Wörterbuch schauen, dauert eine Mikrosekunde. Wenn wir die Anzahl Lookups multiplizieren mit der Anzahl Sekunden, die wir brauchen, um in das Wörterbuch, um diesen Suchspace zu suchen, dann erhalten wir die Antwort auf die Frage, wie nahe am Wörterbuch ist diese einzelne Anfrage, die auf unserem Nameserver angefangen ist. Wir müssen das nur in den Algorithmus reinwerfen, warten über 2,5 Tage. 2,5 Tage. Das ist übrigens die untere Limite von Lookups, die wir auf jeden Fall machen müssen. Die tatsächliche Anzahl von Lookups ist sehr wahrscheinlich größer. Alle Berechnungen hier in diesem Talk werden die Pi mal Daumen Umrechnung, die ich gemacht habe. Übrigens, es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Wörtern in Wörterbüchern, gegen die wir vergleichen könnten. Also sind wir nicht mal bei 2,5 Tagen. Es gibt nämlich eine unbegrenzte Anzahl, die wir anschauen müssten. Wir werden diese unendlich große Datenbank noch nirgends platzieren können, weil Google ein entsprechendes Projekt erst in einem halben Jahr live schalten wird. Also müssen wir improvisieren. Wir müssen also mit irgendeinem hässlichen Hack weiterarbeiten, um das irgendwie berechenbar zu machen. Der erste hässliche Hack, den wir erfunden haben, meine erste Lösung, ist, wir verwenden einen geizigen Algorithmus, der den ganzen Input gegen das ganze Set an möglichen Konkatenationen vergleicht. Und dann untersucht, ob wir irgendwo einen Prefix, das Stichwort finden. Durch die Verwendung dieses Algorithmus können wir die Zeit, die der Algorithmus laufen muss, deutlich verringern, weil der erste Algorithmus ein exponentielles Verhältnis zur Laufzeit hat und dieser hier im Gegensatz gegen ein endliches Wörterbuch vergleicht. Es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbögen, aber die erwartete Zeit ist immer noch eine Stunde und irgendwas pro Traffic Capture, was nicht akzeptabel ist. Wir müssen also pro Capture eine Stunde warten, was einfach nicht geht. Also brauchen wir mehr hässliche Hacks. Der zweite hässliche Hack, verwendet asymmetrische Suche, also statt die dumme Breitensuche, schauen wir, was würde passieren, wenn ich mein Wörterbuch aufblasen würde, dass es alle möglichen Strings enthält, die eine Edit-Distanz von 2 zu meinem ursprünglichen String enthalten. Wir werden ein größeres Wörterbuch haben, aber können nun eine viel kleinere Flutungssuche über diesen Input machen. Wenn der Input eine Distanz von 4 zum Wörterbuch aufweist und wir in unserem Dictionary schon alle Suchen von 2 haben, dann brauchen wir nur noch 2 Edits und können danach direkt zu einem Input aus der Flood Search schließen. Damit ist der erwartete Wert viel kleiner. Wir verkleinern also den Exponenten unserer Berechnung und die Laufzeit ist deutlich reduziert.
Leider wird dabei aber das Wörterbuch um einiges größer. Ungefähr um Faktor 10.000. Ist nicht schön, aber wir können immer noch damit leben. Wir brauchen aber noch einen dritten hässlichen Hack, dass wir zu akzeptablen Resultaten kommen. Zwar schauen wir uns die Edit-Distanz an und vergleichen einen anderen Ansatz. Was, wenn wir für die Bearbeitung nur Insertions, und also Einfügen und Löschen von Zeichen erlauben würden, statt Änderungen? Das Resultat davon ist, es gibt eigentlich keinen Grund, um darauf zu schließen, dass das Resultat aus diesem Algorithmus schlechter ist als das vorherige. Wir wechseln also ein Kriterium für ein anderes aus. Die zwei Kriterien ungefähr zum gleichen Grad legitim sind, dann haben wir viel weniger Optionen, durch die wir uns durcharbeiten müssen. Also weniger Arbeit. Diese hässlichen Hacks sind zwar hübsch, aber das hübsche Ding, wenn wir die alle zusammenfassen, ist, was dann entsteht. Schauen wir die symmetrische Suche an und wie wir die Suche nach dieser Distanz kombinieren können. Schauen wir uns das Wort Spooks an. Wir können das P entnehmen und haben Schucks, das X und haben Schuh. Wenn wir von Schaut das T und das O wegnehmen, auch dann landen wir bei Schuh. So haben diese beiden Wörter sich in der Mitte getroffen. Was wir damit bewiesen haben, ist, dass die symmetrische Einfügen- und Löschdistanz zwischen Spooks und Schaut 4 beträgt. Wir können also uns erst von der linken Seite runterarbeiten und dann von rechts rückwärts weiter. Euch wird aufgefallen sein, wir mussten dabei nie etwas einfügen, wir haben nur gelöscht. Wir haben Buchstaben aus Spooks und Schaut gelöscht. Und am Schluss haben wir den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden, Schuh. Das können wir für jeden möglichen Input machen. Also können wir eigentlich einfach über symmetrische Löschung sprechen. Das ist ein Vorteil, weil wir jetzt nur noch die Operation Löschen haben und nicht mehr Insertion. Also kombinieren wir das jetzt mit dem aufgeblasenen Wörterbuch, das wir vorhin schon hatten, und verwenden ein Wörterbuch mit allen reduzierten Formen aus dem Wort, die wir durch das Löschen von Zeichen erhalten könnten. Also nehmen wir einen Input und löschen Zeichen und vergleichen dann dieses Wort gegen die reduzierte Form. Irgendwann werden wir uns in der Mitte treffen und erhalten, wie bei Spooks und Schaut, einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Damit haben wir einen viel kürzeren Ablauf des Algorithmus, können uns in der Mitte treffen. Um diesen Algorithmus komplett durchzuarbeiten, müssten wir jede mögliche Löschung aus dem Input durchführen. In unserem Beispiel haben wir uns darauf beschränkt, drei Buchstaben zu löschen, weil die Performance-Gewinne damit schon genügend schön waren und es sehr wenig Wörter im Englischen gibt, aus denen man drei Zeichen entfernen kann und immer noch etwas Sinnvolles hat. Wir fanden das einen guten Ansatz, einen sinnvollen Trade-off, einen Kompromiss. Um uns tatsächlich in der Mitte zu treffen, würde mehr Löschungen erfordern. Wir werden das also nicht komplett machen können, aber abgesehen davon, die wichtige Sache ist, dass wir die Insertions kostenlos erhalten und wir damit zu dem Wörterbuchwort kommen können. Sogar wenn man 8 Insertions bräuchte, um zu diesem Wort zu kommen, funktioniert es trotzdem. Gut, wie gut funktioniert dieses Ding eigentlich, nachdem wir all diese Ugly Hacks angewandt haben? Wir müssen das implementieren, um es zu testen. Ich wollte es eigentlich in Perl machen und jemand hat mir gesagt, Perl sei schrecklich, man sollte nichts in Perl tun. Also habe ich das Ganze in Python geschrieben und allerlei Berechnungen gemacht,
um die Anzahl dieser atomaren Lookups auszuführen und kam zum Resultat, wie viel Zeit man dafür ungefähr investieren muss, um diese Berechnung auszuführen, einschließlich des Erzeugen des Counterwashes. Wenn man diese Zahlen nimmt, sie miteinander multipliziert, um dasselbe Resultat zu erzielen, das wir vorhin hatten, zu prüfen, wie nahe an einem Wörterbuch ein String aus 8 Zeichen ist. Vorhin dauerte das 2,5 Tage und jetzt ist es noch ein Viertel einer Sekunde, also eine Verbesserung von fast 1 Million. Damit sind wir sehr glücklich. In den weisen Worten von Hannah Montana können wir nun das beste zweier Welten benutzen. Die Größe des Wörterbuchs ist groß, aber nicht prohibitiv. Wir haben 10. Ich habe erklärt, wieso das ein wertvoller Kompromiss ist, und wir haben damit tatsächlich ein Wörterbuch, das in der realen Welt anwendbar ist. Was wir nun machen können, ist ein Experiment. Fassen wir zusammen die 3 Features, die wir erstellt haben, um Wörter aus einem Capture gegen DGA zu vergleichen. Wir haben die Anzahl Requests mit derselben Antwort zusammengefasst. Für die zusammengefassten Requests haben wir den Prozess vereinfacht. Und diese Berechnung für jeden Request gemacht und zum Schluss haben wir für Vergleiche die Berechnung so vereinfacht, um einfach an ein Resultat zu kommen. Also schauen wir uns jetzt den resultierenden Classifier an in der Demo. Jetzt werden wir eine Traffic Capture ausführen. Ich habe das so eingestellt, dass er bei den ersten 3 Malen, wenn was Spannendes passiert, pausieren wird und danach nicht mehr, damit wir hier nicht ewig stehen. Also jetzt machen wir die Traffic Capture und wir fangen an, sie zu analysieren. Und wir werden die Features daraus extrahieren. Die häufigste DNS-Antwort, die wir in diesem Traffic Capture bekommen haben, ist NX-Domain. Also werden wir uns anschauen, welche Domains dieses Ergebnis hervorgebracht haben. Und ich glaube, jetzt solltet ihr euch ein bisschen wundern, wenn ihr das anschaut. Und jetzt haben wir die Maximum Domain Collision Features, also die meisten Features, die dieses Resultat erzeugen. Und jetzt, das hier sind unsere relevanten Requests und die werden wir analysieren auf die Features, die wir gerade ausgemacht haben. Also jetzt fangen wir an mit der Pronunciation DVNC, also das ist ein tolles Wort für die Anzahl der Bigramme und Trigramme und wie stark das von dem abweicht, was wir für Englisch erwarten würden. Für den ersten Domainnamen geht der Algorithmus das jetzt durch und sagt, okay, das fängt mit C an. Wie sehr überrascht mich das, dass das mit C anfängt? Ihr könnt sehen, die Antwort ist 5,6 Überraschung, mehr oder weniger. Fragt mich nicht nach den Einheiten hier. Das ist ein ganz anderes Thema, dafür haben wir hier nicht die Zeit. Das Gleiche passiert jetzt, weil nach dem C ein I kommt und der Algorithmus fragt, okay, ich habe ein C gesehen, wie sehr überrascht es mich, dass ich ein I nach dem C sehe. Das sind 4,3 Überraschungen, das ist weniger als vorher. Das geht weiter und weiter und jetzt schauen wir uns das I an, bis endlich wir eine Tüte voller Überraschungen haben. Jetzt haben wir eine Zahl, wir normalisieren das, indem wir es durch die Länge des Inputs teilen und jetzt haben wir ein Ergebnis, wie überraschend wir dieses
diesen Domainnamen insgesamt finden anhand seiner Bigramme. Machen wir weiter mit dem nächsten Domainnamen. Das gleiche passiert. Auch hier haben wir jetzt wieder eine Ahnung dafür, wie überraschend wir den finden und für den nächsten. Und jetzt macht er das für alle Domainnamen automatisch weiter. Und dann nehmen wir den Durchschnitt aller Domainnamen und jetzt haben wir ein Maß dafür, wie überraschend wir den durchschnittlichen Domainnamen finden. Und die Antwort ist 0,9 Überraschung. Wir machen weiter und jetzt berechnen wir die lexikalische Abweichung. Das ist nur ein hochtrabender Name für das, was ich euch gerade erklärt habe. Also die Ähnlichkeit zu einer Zusammensetzung von Wörtern aus dem Buchstaben mithilfe einer paar hässlicher Hacks. Um das zu berechnen, muss der gierige Algorithmus über jedes mögliche Präfix iterieren und schauen, welches am vielversprechendsten aussieht. Und dann kommt dabei heraus, das hier ist der vielversprechendste Kandidat. Das könnte ein Wort aus dem Wörterbuch sein. Jetzt haben wir die Präfixe nachgeschlagen und können nach nichts löschen und bei C bleiben, oder wir löschen das C und bleiben bei nichts und haben nichts übrig. Und es stellt sich heraus, dass beide dieser Optionen im Wörterbuch sind. Also ist es besser, nichts zu löschen und zu sagen, dass C im Wörterbuch ist, es ist ein Kandidat. Wir können es einfach wegnehmen und sagen, okay, das ist ein Wort aus dem Wörterbuch, aber das Problem ist natürlich, dass C nur ein Buchstabe ist. Also es ist vielleicht im Wörterbuch, aber es ist trotzdem nicht der beste Kandidat, weil es eben nur ein Buchstabe ist. Also wir wollen so viele Buchstaben wie möglich entfernen. Das ist das, das charakterisiert diesen gierigen Algorithmus. Wir will so viele Buchstaben wie möglich rauswerfen, um den Input kleiner zu machen. Schauen wir uns das Präfix CI an und auch hier wieder der gleiche Prozess. Wir mit jedem Präfix, das in diesem Input ist, bis endlich der Algorithmus die Entscheidung trifft, ich glaube, die ersten beiden Buchstaben, das ist die beste Auswahl, das ist das Nächstmögliche, was ich habe zu einem Wort aus dem Wörterbuch, das ich rauswerfen kann. Jetzt passiert das Gleiche wieder und es nimmt den Präfix LI weg und den Präfix QI und so weiter, bis schließlich es eine Punktzahl erreicht für die Ähnlichkeit zu einer Zusammensetzung aus Wörtern aus dem Wörterbuch für diesen Domainnamen. Und das Gleiche machen wir für den nächsten Domainnamen und den nächsten und den Rest aller Domainnamen. Und auch hier nehmen wir wieder den Durchschnitt, um eine finale Punktzahl zu erreichen für die durchschnittliche Nähe zu einer Zusammensetzung aus Wörtern aus dem Wörterbuch aller Domainnamen, die wir extrahiert haben und die wir uns genauer anschauen wollten. Jetzt haben wir unsere finale Liste der Features. Wir haben 28 Domains, die ähnlich funktionieren. Wir haben eine lexikalische Abweichung von 0,6. Die Aussprechbarkeit, das ist das Feature, das wir gebaut haben. Nein, die Aussprechbarkeitsabweichung ist basiert darauf, wie aussprechbar die Buchstaben sind. Jetzt schauen wir uns die 28 Domainnamen an, die in die gleiche Richtung zeigen. 28 Domainnamen, die auf das Gleiche zeigen, alles mit mehr als 5 Domainnamen auf die gleiche IP, das lässt schon Alarmglocken klingeln. Das ist einfach zu viel. Was die Nähe der Wörter aus dem Wörterbuch angeht, schaut sich die Werte an. Ich zeige euch nachher noch die Parameter dafür. Und sagt, oh, das ist aber viel zu viel. Es ist nicht nahezu eine Zusammensetzung aus Wörtern aus dem Wörterbuch, überhaupt nicht. Und schließlich schaute sich die Aussprechbarkeitsabweichung an, also wie wahrscheinlich die Paare der Wörter, der Buchstaben sind. Und es findet heraus, dass es eigentlich ganz vernünftig ist, weil wir einen Wert von 0,9 haben. Alles bis 1,5 ist relativ vernünftig. Also viele Domains sehen aus wie Kauderwelsch, aber das Bigram-Feature schaut sich an und sagt, ja, okay, das sieht ganz gut aus. Wohingegen das hier, das Quaijibo,
hat diese Namen generiert. Und jetzt schauen wir uns diese Namen an und sehen Mr. Pronounceability. Jetzt haben wir ein neues Feature. Du sagst, das funktioniert. Wir sagen, das funktioniert nicht. Deswegen nehmen wir jetzt andere Features. Das war die kurze Demo, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt schauen wir uns ein paar schöne Diagramme an. Wir haben 10.000 Pickups aus dem Malware Lab von Checkpoint genommen, nur um zu sehen, wie die Daten aussehen, wenn wir sie auch auf diese gerade extrahierten Features anwenden. Und das sind deine 10.000 Pickups auf diesem über der maximalen Domainnamen Kollusion und der maximalen Zusammensetzung von Wörtern aus dem Wörterbuch. Und eines davon könnte für euch vielleicht ein bisschen merkwürdig aussehen, und da habt ihr recht, denn als wir uns eine Stichprobe von 100 angeschaut haben und sie von Hand gelabelt haben, waren die Samples in der LAMP und alles war links. Wenn ihr das visualisieren wollt, also wenn ihr die Klassifikatoren selbst visualisieren wollt, dann habe ich euch versprochen, dass ich euch sage, wie das generiert wurde. Ich habe jede Menge Machine Learning Algorithmen ausprobiert, Gauss und Mixer-Modus. Aber bisher habe ich die besten Ergebnisse bekommen, indem ich mir die Daten einfach selber angeschaut habe. Also das ist eine Unterklasse des Machine Learnings namens Band Learning, und das ist schade, weil ich eigentlich einen echten Machine Learning Algorithmus benutzen wollte und die Daten vernünftig analysieren wollte. Das hier wurde nicht anhand der Daten generiert. Es sind einfach die 10.000 Pickups, die wir genommen haben, und ich habe die Parameter zur Klassifikation anhand von anderen Traffic Captures generiert. Man testet seine Klassifikatoren ja nicht anhand derselben Parameter, die man benutzt hat, um die Domainnamen zu erzeugen. So sieht der Klassifikator aus. Und jetzt werden wir ein bisschen über die Zukunft dieses Projektes reden und was noch gemacht werden muss. Also, als erstes müssen wir weiter testen, weil testen ist immer was Gutes. Aber ich bin sicher, dass wir noch viele Überraschungen sehen werden, die wir in DJs sehen, die uns zwingen werden, dieses Projekt anzupassen und unsere Funktionen im Detail nachzutun. Eines davon kommt in den nächsten zwei Folien. Weiter werden wir mehr Machine Learning brauchen. Ich will einen wirklichen Machine Learning Algorithmus brauchen, nicht Ben Learning. Ich glaube, ihr habt den Graph gesehen, also der funktioniert gut, aber ich möchte was Besseres. Und zum Schluss müssen wir auch Gibberish Detection, Kauderwelsch-Erkennung 1.0.3 machen, weil einige dieser DGAs haben unsere Analyse bereits erwartet, und es gibt solche wie der von der Matz-Malware, der neue Domains zusammensetzt, indem er Wörterbuchwörter konkateniert. Also wird unsere Wörterbucherkennung gar nichts anfangen können. Wie können wir uns entwickeln, um dem zu begegnen? Beispielsweise könnten wir einen semantischen Vergleich versuchen zu machen mit den Wörtern, die wir genommen haben. Beispielsweise Panther und Asphyxiation wären Wörter, die nicht unbedingt im Zusammenhang auftauchen würden. Was zu unerkennbarem Kauderwelsch? Meine persönliche Meinung zu unerkennbarem Kauderwelsch ist, dass es nicht möglich ist, einen solchen Klumpen Kauderwelsch zu haben. Weil es würde bedeuten, es müsste Kauderwelsch oder Text, den man in der realen Welt haben könnte, in jeder möglichen Weise ähneln. Aber ich denke, das ist nicht möglich, aber es könnte sein. Es wird aber sehr möglich sein, dass man unerkennbare, automatisch generierte Domains haben könnte. Wenn wir einen Algorithmus haben, der Domainnamen erstellt, die sehr genau Domainnamen ähnelt, der in der realen Welt auftauchen könnte,
dann wird es schwierig zu erkennen. Wenn man eine Sammlung an Limitierungen für die Liste möglicher Domainnamen einführt, dann wird diese Liste irgendwann so lange, dass es irgendwann einfach möglich wird, für Kauderwelsch-Domains auch dort drin einen Raum zu finden und unterzukommen. Aber das ist noch weit von dem Weg, das wir jetzt haben. Was heute ist, wir haben DGAs wie Quijibo, die amok laufen und leicht erkennbar wären. Bevor wir uns mit unerkennbarem Kauderwelsch auseinandersetzen, sollten wir erst die bestehenden DGAs dazu zwingen, dass sie wirklich, dass sie um unsere Erkennung herumarbeiten und richtig unerkennbares Kauderwelsch produzieren. Nun kommen wir zu diesem Classifier. Die Frage ist, kann ich ihn haben, diesen Classifier, der unterscheiden kann, ob Traffic tatsächlich aus einem DJ kommt oder nicht? Die Antwort ist ja, hier ist die GitHub-Page. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr findet, ich könnte eigentlich vorschlagen, wie man das besser machen kann, ich könnte vorschlagen, wie man das besser erkennen kann, dann kann man das als Pull-Request einreichen. Gut, fassen wir zusammen. Wir haben herausgefunden, DJs sind ein Problem. Die automatische Erkennung ist möglich. Und wenn wir unsere Algorithmen verbessern, dann können wir mit der strategischen Platzierung von Vokalen in diesen Strings umgehen. Unerkennbarer Kauderwelsch wird irgendwann meine Möglichkeit werden, aber bislang ist es noch nicht möglich. Danke für eure Aufmerksamkeit und gibt es Fragen aus dem Publikum? Okay. Thank you, Ben, for your very nice talk, very interesting talk. Danke, Ben, für deinen Talk. Wenn ihr gehen müsst, dann macht das bitte leise, damit wir eine interessante und informative Q&A-Session haben können. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Wir haben einige Minuten Zeit, nicht so wenige. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch bitte an die Mikros und wir nehmen auch Fragen aus dem Internet. Gehen ist okay, sprechen bitte nicht, während ihr geht. Wir fangen mit. Danke für den Talk. Ich wollte fragen, ob du viele Probleme mit der Größe des Dictionaries hattest und habe gehört, du hast mit dem Hack umgegangen und du hast das Dictionary ersetzt, indem du die Werte angepasst hast mit der Silbenlöschung. Ein Wort wie zum Beispiel Mandalorian, das in einem Star Wars Dictionary sein könnte, das ist nicht in einem normalen Wörterbuch. Ja, es gab ein Paper, das genau diesen Ansatz benutzt hat, oder ungefähr, dass es einfach Wortstämme benutzt hat und Morpheme benutzt hat und so weiter. Es war sehr interessant und deren Ansatz hat nicht so ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, es ist ein guter Ansatz. Ich weiß nicht, ob wir wirklich das Wörterbuch komplett abschaffen sollten und durch Silbeninformationen ersetzen sollten, weil ich mir nicht sicher bin, dass Wortstämme oder Silben oder diese Atome, die du vorschlägst, dass sie sich wieder zu Wörtern aus dem Wörterbuch zusammensetzen lassen würden. Aber ich glaube, es ist ein Weg, den man gehen könnte, wenn es helfen würde, das Wörterbuch zu reduzieren. Denn dann ist es auf jeden Fall etwas, was mich interessieren würde, weil momentan dieses Wörterbuch ungefähr 10,7 Gigabyte braucht und alles, was das kleiner machen würde, ist höchst willkommen. Also danke. Mich interessiert, wie du mit Domains umgehst, wie zum Beispiel xkdc.com, die eigentlich die gültige Domains sind, aber nach Kauderwelsch aussehen. Ja, XKCD zum Beispiel hat nichts zu tun mit irgendeinem Wort aus dem Wörterbuch. Das ist eine wirklich gute Frage.
nicht jeder Domainname wird in dieses Paradigma passen von Domainnamen, die einem Wort aus dem Wörterbuch ähneln. Und das ist der Grund, warum dieses Ding immer noch weiter verbessert werden muss. Und wir mehr Ansätze brauchen für die Erkennung von validen Domainnamen. Also natürlich werden wir uns die Top-Domainnamen anschauen, das ist ganz klar. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Welchen Ansatz kannst du dir vorstellen, der von Anfang an gesehen hätte, dass XKCD ein gültiger Domainname ist? Das ist genau das ist das Problem. Ich glaube, so Sachen wie XKCD müssen entweder hart kodiert werden, also in einer Whitelist sein. Ich weiß es wirklich nicht, wie man vorhersehen können, dass XKCD ein gültiger Domainname ist. Außer dieses a priori Wissen zu nehmen und es anzuwenden. Okay, the rear right microphone, please. How are you dealing with Punicode domains as well as wie gehst du mit Fremdsprachen-Domains um, also IDNs, und anderen Domains in Sprachen, die aussehen, als ob es Kauderwelsch wäre, zum Beispiel die chinesischen, die wir nicht erkennen können? Hast du andere Aspekte dieser Domains angeschaut, beispielsweise ob sie schon bekannt sind oder vor wie kurzer Zeit sie registriert wurden? Was das Sprachproblem angeht, dieses Projekt bezieht sich nur auf Englisch. Das ist Work in Progress. Ich habe genau darüber nachgedacht. Und wenn das Ganze tatsächlich benutzt wird und vernünftig funktionieren soll, dann will ich es erweitern, damit es andere Sprachen unterstützen kann. Kannst du mich nochmal an deine andere Frage erinnern? Punicode, also Domains, die aus englischen Zeichen bestehen, aber nicht englische Wörter sind oder in anderen Ländern verwendet werden. Oder andere Charakteristika dieser Domains, wie zum Beispiel, ob sie früher besucht wurden oder wann das sie registriert wurden. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es gibt viele Projekte, die dieses Problem in der Vergangenheit so lösen wollten, also mit dieser Art, ne, das ist immer noch etwas, was heute noch versucht wird, dass dir sagen kann, um zu sagen, ob der Domainname verdächtig ist oder nicht, indem man sich anschaut, ne, wann wurde er registriert, wann wurde er darauf zugegriffen. Das sind alles sehr nützliche Features. Ich habe entschieden, dass die nicht in dieses Projekt passen, sondern ich will mich aber gerne zusammenschließen mit jedem, der das schon gemacht hat, anstatt das Rad neu zu erfinden. Angel, are there questions from the internet? I'm just looking at them right now, but it seems. Ich schaue gerade, ob es Fragen aus dem Internet gibt, aber es sieht so aus, als ob das die letzte Frage aus dem Raum gewesen wäre. Klingt, als ob diese DJIs bald eine Art dadaistische Poesie ausgeben würden. Wahrscheinlich in 400 verschiedenen Sprachen. Wird es möglich sein, diese Domains zu registrieren? Und an welchem Ort im DNS-System denkst du, werden diese Domains auftauchen und wie nützlich wird das sein? Das ist in einem ganz anderen Kontext entstanden als das, was ich auf den letzten paar Folien erklärt habe. Das sollte ein Feature sein, das in einer Sandbox funktionieren würde, also dass man Machine Learning, Operationen und so weiter benutzen kann, um Features herauszuziehen. Und man kann sich die Stichprobe anschauen und sagen, ah, das ist DGA, das ist eines der Features, die ich mir anschauen kann und benutzen kann. Aber wie ich gesagt habe, auf einer der ersten Folien, glaube ich, dass der Höhepunkt des Ganzen, was wir machen können, wenn dieser Code für Performance in diesem Kontext optimiert wäre, was momentan nicht ist, dann könnte es auf einer Firewall sitzen und DJ-Traffic throttlen könnte, bevor er überhaupt aus dem Netzwerk rauskommt. Es gibt eine weitere Frage im hinteren Teil des Raums. Ja, du hast erwähnt, dass du andere Maschinenlernen-Modelle
verwendet hast. Hast du Markov-Ketten verwendet? Ah, das habe ich noch nicht probiert. Markov-Ketten, das werde ich gleich morgen probieren. Es gibt Forschung in DJ-Erkennung mit Markov-Ketten und es gab dort einige Erkenntnisse, zum Beispiel, wenn du denkst, dass Bigramme nicht ausreichen, dann hast du Vorteile und die Lookup-Zeit ist linear, also deutlich schneller. Oh, das werde ich mir mal anschauen müssen, danke. Okay, on the left rear microphone, there's another question. Hallo. Hast du versucht, einen Bloom-Filter für die Lookups zu verwenden? Das sollte die Abfragezeit beschleunigen. Bloom-Filters, ne, habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das werde ich mir auch noch anschauen. Jede Menge nützliche Vorschläge, danke. Wir haben Zeit für ein paar letzte Fragen. Zum Internet gibt es nichts mehr. Letzte von einem Mikro. Danke. Ich fand die Präsentation sehr spannend. Ich komme von einem Data Science Background. Es sieht mir nach einem Katz-und-Maus-Spiel aus. Von einer mehr methodischen Perspektive scheint es mir nach einem Spiel, das man fast nur verlieren kann. Mich würde mehr die Motivation für den Anfang interessieren. Du hast erwähnt diesen ganzen Prozess mit dem Middle Management und Reverse Engineering. Gibt es dort auch statistische Methoden, die verwendet werden? Und oder bleibt es dasselbe Katz-und-Maus-Spiel und wird einfach besser gespielt? Ja, ich stimme dir völlig zu. Das ist in der Theorie wirklich ein Spiel, das man nicht gewinnen kann, weil die Autoren dieser Generatoren das ändern werden. Und ich glaube, irgendwann am Ende werden sie das Spiel gewinnen. Aber das ist immer so in der Sicherheit. Also am Ende werden die Angreifer immer gewinnen, denn das die Last auf den Schultern der Verteidiger ist viel größer und ist in der Theorie ein MP-vollständiges Problem oder im schlimmsten Fall unmöglich. Aber obwohl du recht hast, glaube ich, dass wir uns auf das fokussieren sollten, was jetzt gerade passiert. Also ja, im Moment ist es ein Spiel, das wir nicht gewinnen können, aber jenseits dessen können wir schauen, was wir machen können, damit das vielleicht am Ende, dass wir das Spiel am Ende vielleicht gewinnen können. Wir müssen dafür sorgen, dass wir es zumindest vorübergehend gewinnen können, auch wenn wir in der Theorie wissen, dass wir verlieren werden. Das ist das, was ich glaube. Ja. Dann schließen wir ab. Einen großen Applaus für Ben, bitte. Vielen Dank für den Talk.